tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo Leute, und da sind wir schon bei der zweiten Folge von Kilians Pokémon-Lexikon. Das Pokémon, was ich euch heute vorstelle, ist mein Knogger. Knogger ist die Weiterentwicklung von Dragaster und hat genau wie dieses einen Monobodentyp. Somit hat es eine Schwäche gegen Pflanze, Wasser und Eis sowie eine Resistenz gegen Gift und Gestein. Hinzu kommt eine nützliche Immunität gegen Elektroattacken. Knoggers Statuswerte sehen auf den ersten Blick auch nicht sonderlich gut aus, aber auch hier lässt sich eine Menge herausholen. Die EV verteilen wir auch hier voll in die KP und in den Angriff. Die letzten 4 Punkte gehen wahlweise in die Verteidigung oder die Spezialverteidigung. Als Wesen hat man hier die Wahl zwischen hart und mutig. Ich spiele meins hart. Wichtig hierbei ist, dass der Angriff so hoch wie möglich kommt, damit Knogger so viel Schaden wie möglich machen kann. Ob man jetzt den nutzlosen Spezialangriff senkt oder die Init noch weiter senkt, ist hier schon fast egal. Wir haben nun ein Pokémon, das einen guten Angriffswert und einen guten KP-Pool sowie eine passable Verteidigung hat. Als Fähigkeit haben wir bei Knogger 3 Möglichkeiten: Blitzfänger, Steinhaupt und Kampfpanzer. Ich bevorzuge für mein Set Steinhaupt, weil ich mit einer Rückstoßattacke spiele. Zum Moveset. Auch hier benutzen wir nur physische Attacken. Knochenmerang ist hierbei der Hauptangriff. Er trifft zweimal mit je 50 Stärke, hat also dieselbe Stärke wie Erdbeben, mit zwar nur 90% Genauigkeit, dafür kann man allerdings Fokusgurt und Robustheit gut umgehen. Wenn euch die 90% Genauigkeit zu unsicher sind, dann benutzt lieber Erdbeben. Risikotackle ist eine starke Normalattacke, die dank Steinhaupt auch keinen Nachteil mehr hat. Man trifft zwar damit nichts effektiv, aber es gibt kaum eine bessere Möglichkeit zur Neutral-Coverage. Donnerschlag ist eine Coverage-Attacke gegen Flug- und Wasser-Pokémon. Erstere werden nicht von Knochenmerang getroffen, letztere wollen Knogger mit Wasserattacken an den Kragen. Feuerschlag gibt noch eine Coverage-Option gegen Käfer und Pflanze, beides Typen, die man mit dem Knochenmerang nicht effektiv trifft. Und jetzt kommt der große Clou mit Knogger: der Kampfknochen. Dieser verdoppelt den Angriffswert, wenn Dragosso oder Knogger ihn trägt. Damit steigt Knoggers Angriff auf wahnwitzige 568 Punkte. Das ist mehr als beide Mega Mewtwo in ihren besten Angriffswerten haben. Knogger kann also extremen Schaden verursachen. Der Nachteil ist jedoch recht offensichtlich. Mit nur 45 Initiative-Basis wird er wenig bis gar nichts überholen können. Aber auch hier muss man nur mal praktisch denken. Wenn man nichts überholen kann und keine Prio-Attacken hat, dann denk an deinen guten Freund, den Bizarro-Raum. Dieser sorgt dafür, dass 5 Runden lang innerhalb derselben Prioritätsklasse das langsamere Pokémon zuerst angreift. In der Praxis ist das zwar nicht ganz so einfach anwendbar, da man den Bizarro-Raum mit einem anderen Pokémon rausholen muss, allerdings reichen 3 Runden oftmals aus, um das gegnerische Team weit genug zu schwächen, um mit einem anderen Pokémon schon durchsweepen zu können. Knogger zeigt daher eine starke Präsenz in der Mitte des Kampfes. Knogger sollte nur reinkommen, wenn man eine Elektroattacke prediktet oder man den Bizarro-Raum rausgeholt hat. In ersterer Situation wird euer Gegner mit großer Sicherheit auswechseln. Benutzt also keine offensichtlichen Attacken, sondern überlegt, in was euer Gegner wechseln könnte, um einen Knochenmerang abzufangen. Ein Donnerschlag gegen ein reingewechseltes Flug-Pokémon ist nie verkehrt. Hat euer Gegner keine Flug-Pokémon, so könnt ihr auch Verdacht auch Feuerschlag gegen ein Pflanzen- oder Käfer-Pokémon benutzen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt einfach den Risikotackle. Der trifft im Zweifelsfall alles außer Geister. Gestein- und Stahl-Pokémon werden sich hüten, in eine prädiktierte Bodenattacke einzuwechseln, also habt ihr von diesen nichts zu befürchten. Wenn ihr den Switch in nicht K.O. setzen könnt, dann wechselt Knogger wieder aus. Ihr braucht ihn noch mit möglichst vollen KP. Wenn ihr den Bizarro-Raum gerade rausholt, dann ist der Zeitpunkt gekommen, um Knogger richtig auf den Putz hauen zu lassen. Eine Attacke kann er meistens wegstecken. Im Bizarro-Raum sollte er so gut wie alles überholen und kann nun ordentlich Schaden anrichten. Wenn der Bizarro-Raum endet, zögert nicht Knogger zu opfern, da ihr es mit wenig KP nicht mehr sicher in einen Bizarro-Raum einwechseln könnt, sofern euer Bizarro-Raum-Pokémon nicht auch Heilopfer oder Ludantanz beherrscht. Zum Schluss noch einige Teamoptionen. Knogger bevorzugt, wie bereits mehrfach erwähnt, den Bizarro-Raum. Wenn ihr zusätzlich ein Pokémon mit Heilopfer oder Ludantanz wollt, so eignen sich hierfür beispielsweise Vesprit oder Cresselia. Was genau ihr nehmt, ist euch überlassen. Das war mein Knogger-Set. Und jetzt seid ihr wieder dran. Wählt aus, wer nächste Woche vorgestellt werden soll. An dieser Stelle nochmal 2 Anmerkungen. Zum einen sind die Pokémon, die ihr unter der ersten Folge bis zum Erscheinen des Videos kommentiert habt, nach wie vor auf meiner Liste. Ihr könnt nun entweder ein neues Pokémon, das euch ebenfalls interessiert, kommentieren, oder ihr kommentiert es nochmal, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es drankommt. Zum zweiten ein großes Dankeschön an Don Marcy, der mir die Liste sortiert und aufgeräumt hat. So, jetzt seid ihr aber dran. Ab in die Kommentarbereich mit euch.